Holz, Felsgestein und nostalgischer Charme mit urigem Interieur. Das ist die neue Wein- und Gastwirtschaft Luttgehütte am Senftenberger See. Entdecken Sie Ihre neue kulinarische Oase mit der ganzen Familie. Tauchen Sie ein in unser stimmungsvolles Ambiente, das Tradition und Moderne gekonnt verbindet. Genießen Sie regionale Köstlichkeiten und lassen Sie sich von uns kulinarisch verwöhnen. Hallo und herzlich willkommen zu Seenluft 24, der Tag mit den wichtigsten Meldungen vom 18. Juli. Die Ferien haben begonnen und damit steigt auch in Berlin und Brandenburg die Staugefahr auf den Autobahnen. 2023 gab es über 43.000 Staus an den Wochenenden in den Sommerferien. Experten sagen, dass der Verkehr dieses Jahr noch schlimmer sein könnte als letztes Jahr. Die meisten Staus werden freitags in den Nachmittags- und Abendstunden registriert, sowie an den Wochenenden. Außerdem starten in den nächsten Tagen auch die Ferien in weiteren Bundesländern. Daher wird es noch mehr Verkehr Richtung Nord- und Ostsee sowie Richtung Süden geben. Wer stressfrei in den Urlaub fahren möchte, sollte die Fahrt gut planen und die Reise am besten zwischen Montag und Donnerstag legen, rät der ADAC. Die Museen des Landkreises OSL laden in diesem Sommer mit verschiedenen Veranstaltungen zum besonderen Kulturerlebnis ein. Zum Beispiel gibt es im Senftenberger Schloss Kino und Konzerte. Das Freilandmuseum Lehde lädt zum Sommertheater ein. Manche, manche, Timpeti, Butje, Butje in der See, meine Frau, die Ilsebill, will nicht so, wie ich wohl will, sprach der Fischer und wünschte sich für seine Frau ein Bauernhaus, dann ein Schloss, dann ein Palast. Und dann passiert das Unvermeidliche. Das Freilandmuseum Lehde lädt Familien an den kommenden beiden Wochenenden zum Sommertheater, der Fischer und seine Frau, auf der großen Festwiese im Museum ein. Am 20. und 27. Juli spielt das Wandertheater Schwalbe jeweils um 11 und um 14 Uhr das berühmte Märchen vom Wünschen und Erfüllen frei nach den Gebrüdern Grimm. Mit viel Fantasie, Humor und farbenfrohen Kostümen gehen die beiden Schauspieler in einer alten Zinkwanne auf große Fahrt. Das Familientheaterstück ist Teil des Kultursommers in den Museen des Landkreises Oberspreewald-Lausitz. Die Integrationsbeauftragte für das Land Brandenburg, Diana González Olivo, hat in dieser Woche den Landkreis Oberspreewald-Lausitz besucht. Bei Gesprächen mit Landrat Sigurd Heinze und der Integrationsbeauftragten Katrin Tuppey hat sie sich über das neue Integrationskonzept des Landkreises informiert. Es umfasst den aktuellen Ist-Stand der Integration in OSL und ist Grundlage für zukünftige Entwicklungen und Bestrebungen. Bei einem Lerntermin mit der muslimischen Gemeinde sowie dem Verein Unsere Welt, eine Welt verschaffte sie sich zudem einen Überblick über die regionale Integrationsarbeit und die aktuellen Aufgaben und Bedarfe. Die Sanierung der derzeit gesperrten Wilhelm-Pieck-Straße in der Großrieschner Nordstadt ist in vollem Gange. Bis Ende des Jahres sollen die Arbeiten zur Fahrbahnerneuerung sowie an Geh- und Radwegen von der Rembrandt bis zur Karl-Marx-Straße abgeschlossen werden. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Der letzte Teilabschnitt werde dann erst saniert, wenn der Kita-Neubau Spatzennest abgeschlossen ist. Insgesamt kostet das Vorhaben 840.000 Euro. Das Land Brandenburg hat die Maßnahme im Rahmen eines Bund-Länder-Programms für den Städtebau gefördert. Die Ausschreibung hat das Freienhufener Unternehmen Mattei für sich entschieden. Und hier folgen nun weitere Kurzmeldungen.
Die Fachkräftegewinnung ist eine der zentralen Herausforderungen des Strukturwandels. Die Vernetzung aller Akteure sei dafür ein zentrales Thema. Das ist das Fazit einer Fachkräftekonferenz am Dienstag in Cottbus. Eingeladen dazu hatte die Wirtschaftsregion Lausitz. Neben Informationen zum Qualifizierungsverbund in der Lausitz für erneuerbare Energien war auch das Leistungszentrum Lausitz in Schwarzheide Gegenstand der Diskussion. Die LEAG hat an diesem Mittwoch 30 junge Facharbeiter ins Berufsleben verabschiedet. 16 Azubis haben ihre Ausbildung erfolgreich bei der Lausitz Energie Bergbau AG und 14 bei der Lausitz Energie Kraftwerke AG abgeschlossen. 7 Auslerner wurden von der LEAG übernommen. Alle hätten hochqualifizierte Industrieberufe erlernt und damit gute berufliche Perspektiven, so LEAG-Arbeitsdirektor Jörg Warnjek. In Vorbereitung der 55. Sportwoche in Kleinleipisch gibt es aktuell auf dem gesamten Gelände des Helmut-Berner-Stadions umfangreiche Baumpflegearbeiten. An ca. 20 Bäumen wird Totholz entnommen, Lichtraumprofilschnitte hergestellt und eine Notfällung durchgeführt. Damit wird die Verkehrssicherheit an den Bäumen wiederhergestellt. Die Arbeiten finden im Auftrag der Stadt Lauchhammer statt. Insgesamt 29 Athletinnen und Athleten aus dem Land Brandenburg starten bei den Olympischen Sommerspielen vom 26. Juli bis 11. August in Paris. Dies stellt im Vergleich zu den Spielen 2012 in London, 2016 in Rio de Janeiro und 2021 in Tokio das größte Brandenburger Aufgebot der vergangenen 12 Jahre dar, schreibt das Sportministerium. Im Team D vertreten sind auch Radsportler aus Cottbus. So kämpfen Lea-Sophie Friedrich, Pauline Grabosch, Emma Hinze, Maximilian Dörnbach, Roger Kluge und Nick Schröter in wenigen Tagen im Bahnradsport um Edelmetall für Deutschland. Das waren unsere Meldungen. Jetzt folgt hier der Polizeibericht. Zu einem tragischen Unglücksfall kam es in der Nacht zum Donnerstag auf der Talsperre Spremberg. Ein 18-Jähriger war mit Freunden dort in einem Zeltlager. Er fuhr mit einem Boot auf den See zum Angeln. Ein Freund sah dieses gegen 4.40 Uhr dort treiben und fuhr hinaus, um nachzuschauen. Er fand den 18-Jährigen kopfüber im Wasser und brachte ihn an Land. Reanimationsversuche blieben jedoch erfolglos. Nach bisherigem Erkenntnisstand wird davon ausgegangen, dass der junge Mann ertrunken ist. In der Nacht zum Donnerstag trieben jedoch auch Diebe ihr Unwesen. So drangen Unbekannte in ein Unternehmen am Dürrbachgraben in Ruhland ein. Sie ließen diverse Werkzeuge sowie 2 Generatoren mitgehen und verwüsteten die Räumlichkeiten. Der angerichtete Schaden liegt im 5-stelligen Bereich. Die Kriminalpolizei ermittelt. In Senftenberg wurde ein Baucontainer in der Spremberger Straße aufgebrochen und ebenfalls Werkzeug in einem noch nicht bezifferten Wert gestohlen. In Freienhufen haben Unbekannte in der Nacht einen in der Hauptstraße geparkten Audi A4 Kombi gestohlen. Nach dem Fahrzeug wird jetzt international gefahndet. Und das waren unsere Nachrichten für Sie. Hier folgt nun noch das Wetter. Egal ob frühlingshaft mild, sonnig, regnerisch oder frostig. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Senftenberg, Ihrem Partner für Gas, Strom und Fernwärme. Ein glühend heißes Wochenende steht uns bevor. Also Schwimmsachen einpacken und ab ins nächstbeste Gewässer. Denn Freitag wird es bereits heiß bei 17 bis 28 Grad, einem überwiegend wolkenfreien Himmel und keinem Regen. Am Samstag wird es steigend wärmer bei 18 bis 30 Grad mit einem leicht bedeckten Himmel und ohne Niederschlag. Der Sonntag zeigt dann einmal, was Sommer wirklich bedeutet, bei 18 bis 32 Grad, einem ganztägig klaren Himmel und ebenfalls keinen Schauern.